und herzlich willkommen bei Creabole bzw. Kreativbox Lenz bei Lenz Art Products. Mein Name ist Cornelia Lenz, ich bin die Inhaberin der Firma Plotte seit ca. über 20 Jahren, mache Schablonen, Glasdekorfolien und anderweitige Auftragsarbeiten, wie jetzt zum Beispiel vor kurzem ein ganzes Tattoo-Studio. War eine Menge Arbeit, aber es war Nassverklebung und das zeige ich Ihnen heute. Und zwar anhand dieser schönen Pfotenschablone bzw. Pfotendekofolie. Und ich zeige Ihnen heute, wie Sie diese Dekorfolie applizieren. Und ich zeige Ihnen gleich, was Sie schon im Vorfeld vorbereiten sollten. Für die Applikation der Glasdekorfolie benötigen wir Glasreiniger, Alkohol oder Spiritus, ein Wasserspüligemisch, das Verhältnis sollte sein 1 Liter destilliertes Wasser mit 3 Tropfen pH-neutralen Spülmittel, das bitte mischen. Papiertücher, Wasserabzieher für größere Fenster, Putzlappen, Glaspoliertuch, Malerkrepp und Stift. Einen Glasschaber, ein Zollstock oder ein flexibles Maßband. Eine Metallschiene und ein Cutter. Und zuletzt das wichtige Werkzeug, eine Rakel hier. Mit Filzkante einseitig. Beim Ausmessen bleiben Sie bitte 1 bis ca. 2 mm vom Silikon weg. Und mit dem Stift genau bei der 80 einen Strich machen. Also je nach Größe, wie es bei Ihnen ist. Jetzt kann ich bequem den Zollstock kürzen und von der anderen Seite anlegen. Auch hier rechts bitte ca. 1 mm bis 2 mm Abstand halten. Von hier von 0 bis 5,8. Schreibe ich auch dazu. Nach Adam Riese sind das 85,8. 8 Breite. Hier erkläre ich mal den Aufbau von dem Produkt, von der Glasdekorfolie für die Nassverklebung. Auf der Rückseite, das ist das Trägerpapier, eine Seite kaschiert, auf der anderen Seite bedruckt mit dem Schriftzug der Folienart und speziell auch Glasdekor. Eine andere Folie, das ist die hier, die ich Ihnen gerade abziehe.
Die ist, wenn man sie absieht, leicht milchig transparent. Das ist aber nicht die Glasdekorfolie, das ist das Transferpapier. Auf der Rückseite befindet sich somit die Glasdekorfolie. Und die Transferfolie wird mit der Dekorfolie abgezogen, sodass letztendlich das Trägerpapier leer ist. Das kann dann weggeworfen werden. Und die Transferfolie bzw. hier Papier wird dann nach der Trocknungsphase von der klebenden Glasdekorfolie abgezogen, so dass im Grunde dann das Glasdekor, die Glasdekorfolie auf dem Fenster, auf der Glasoberfläche kleben bleibt. Jetzt müssen wir erstmal die beiden bzw. Die Transferfolie inklusive Glasdekorfolie von dem Trägerpapier trennen. Auf der Seite ist das Transferpapier und hier auf dieser Seite ist das Glasdekor. Diese zwei Schichten nicht trennen, lasst dieses hier bitte entfernen. Das kann nachher weg. Ein bisschen die Finger an, weil so vermeiden Sie Fingerabdrücke und beginnen Sie mal hier auf die Glasdekorfolie mit Transferpapier zu sprühen. Denn somit ist hier jetzt der Kleber deaktiviert und ziehen Sie jetzt mal vorsichtig Stück für Stück, nicht alles auf einmal, sondern Stück für Stück die Folie herunter. Und sprühen Sie gleichzeitig immer wieder nach, sodass gar nicht eine trockene Klebefläche beim Abziehen entsteht. Immer wieder nachsprühen. Hoppala. Sie sollten darauf achten, dass wir jetzt hier keine Haare, kein Staub, keine Schmutzpartikel draufkommen. Sie sehen, ich kann also jetzt mit dem Finger hier drüber gleiten und dieses Haar entfernen. Also gut. Und jetzt drehen wir das Ganze um. Denn wir wollen das Trägerpapier von der Dekorfolie lösen und nicht die Dekorfolie vom Papier. Weil hier, wenn Sie das falsch machen oder andersrum machen, kann es passieren, wenn Sie ziehen, wie jetzt hier, so Falten entstehen. Und das soll auf dem Papier passieren, auf dem Trägerpapier und nicht auf der Dekor bzw. Transfer, auf dem Transferpapier. Jetzt ziehen Sie ein Stückchen weiter. Wenn es eine länglichere Folie ist, nehmen Sie vielleicht noch eine zweite Person, die währenddessen Sie ziehen, der andere sprüht oder andersrum und ziehen jetzt in einen auch sehr flachen Winkel das Trägerpapier von der Glasdekorfolie und Transferpapier ab. Sprühen Sie immer wieder richtig schön nass, satt, kann ruhig ein bisschen triefen und ziehen Sie das bis zum Ende dann ab. Ein bisschen am Ende vorsichtig sein.
Das kann weg. Deshalb haben wir auch vorhin alles wirklich gründlich gereinigt, auch das Umfeld, weil jetzt könnte hier natürlich Staub aufgewirbelt werden, der sich wieder auf die Scheiben setzt. Und das wollten wir ja vermeiden. Deshalb, wie gesagt, bitte beim Vorbereiten in der Reinigung wirklich sehr, sehr gründlich sein. Wirklich darauf achten, dass flächendeckend nass ist. Lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. Jetzt nehmen Sie die Folie rechts und links und beginnen sie zu kleben. Sie sehen jetzt auch schon, sobald ich hier auf die glatte Oberfläche mit dem Transferpapier und der Motivfolie aufgehe, läuft das richtig schon hoch. Aber das Tolle ist, ich kann jetzt diese Folie richtig noch hinschieben, wo ich sie brauche. Das ist halt der Vorteil der Nassverklebung, denn bei einer Trockenverklebung könnten Sie das jetzt nicht so hinschieben, wie Sie möchten. Vom Fensterkit rund 1 bis 2 mm je, wie Sie nachgemessen hatten vorhin, ob Sie 1 oder 2 mm abgezogen haben, rechts oder links. Dass hier sozusagen alles gerade ist. Jetzt natürlich sollten Sie darauf achten, dass das Ganze nicht mehr noch mehr verrutscht. Also wieder in die falsche Richtung rutscht. Und somit brauchen wir jetzt die Rake. Das ist also jetzt die Aktion, wie Sie die Folie fixieren. Und das ist so. Sie beginnen von der Mitte sanft nach oben zu streichen. Sie sehen, hier kommt schon richtig das Wasser raus. Und von der Mitte immer im flachen Winkel nach unten. Da läuft natürlich das Wasser und im Grunde ist jetzt schon mal die Folie zumindest in der Mitte fixiert. Sie ist nicht getrocknet, sie ist noch wirklich nass, aber sie ist zumindest fixiert. Am besten ist es immer, hier dieses ganze Wasser gleich aufzufangen. Wenn Sie das gemacht haben, von einmal nach oben und einmal nach unten, einmal nach rechts von der Mitte und einmal nach links, so dass Sie dann im Grunde jetzt mal ein Kreuz gemacht haben. Und dann kann man Fläche für Fläche anfangen, die Folie mit dem Transferpapier fest auf das Fenster zu rakeln. Es ist eine sehr nasse Angelegenheit, aber das muss es sein. Sollten Sie mal gegen den Strich arbeiten, seien Sie bitte vorsichtig, weil wenn Sie zu rechtwinklig auf dem Papier arbeiten,
dadurch, dass das jetzt natürlich feucht ist, kann das reißen und legt sozusagen ungewollt schon die Glasdekorfolie frei. Deshalb vorsichtig und eher im sehr, sehr, sehr flachen Winkel arbeiten zur Oberfläche. Also nicht hochkant, sondern wirklich fast schon liegend. Und nun kommt die Wartezeit. Am besten ist es jetzt, die Folie mit dem Transferpapier Minimum über Nacht antrocknen zu lassen. Weil, mal schauen, ob ich es noch hinbekomme. Im Grunde, wenn Sie es jetzt lösen, lösen Sie alles wieder ab. So, sozusagen bleibt die Glasdekorfolie auf dem Transferpapier kleben. Deshalb, die Feuchtigkeit muss nun verdunsten, so dass der Kleber wieder aktiviert wird. Und das kann wirklich bis zu 48 Stunden manchmal dauern. Je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit. Ich lasse es über Nacht jetzt trocknen. Die Pause, also da ist es wirklich so, bitte, bitte Geduld. Nicht zu früh abnehmen, weil es kann Grand Malheur passieren. Es wäre schade, wenn die tolle, schöne Dekorfolie noch vor dem Bestaunen schon zerstört wird. Wie versprochen, zeige ich Ihnen jetzt, wie Sie das Transferpapier von der nun doch gut klebenden Glasdekorfolie abziehen. Und nun können Sie im Grunde beginnen von einer Stelle ab, auch wieder vorsichtig flach abzuziehen. Die ersten Pfoten kommen schon zum Vorschein. Und schauen Sie, dass Sie immer mal wieder auf eine gleiche Höhe kommen. Jetzt natürlich auch ein bisschen anstrengend, aber wäre ja nicht Frau Lenz, wenn sie nicht da wieder doch einen Trick hätte. Hier kommt meine berühmte Flasche. Das können Sie aber auch erst tun, wenn wirklich alles richtig trocken ist. Und sprühen Sie richtig schön nass auf das Transferpapier. Jetzt trinkt nämlich die Nässe wieder Richtung Kleber, die die Dekorfolie und das Transferpapier zusammenhält und löst ein bisschen. Lassen Sie es so 2, 3, 4 Minuten einwirken. Geht eigentlich recht schnell. Und jetzt geht das Ganze richtig einfach und leicht. Also hier, Sie merken auch, das Papier wird hier richtig knautschig. Und jetzt geht das hier richtig schön. Gleichmäßig ab. So, jetzt kommen wir an die Kante. Hier langsam machen. Und vorsichtig abziehen. Das Transferpapier kommt in den Müll. Eigentlich sind wir jetzt fertig. Bis auf natürlich jetzt den Überstand, den ich jetzt entferne. Legen Sie nun das Metalllineal oder eine andere Schiene nah und sauber und mit ca. 1 mm bis 2 mm vom Kitt an
stellen Sie eine gute Höhe ein. Halten Sie das Lineal oder die Schiene richtig gut fest, dass sie nicht verrutscht. Und ziehen mit dem Cutter jetzt eine Schnittlinie. Und jetzt kann ich den Überstand einfach entfernen und durch eine Schiene wird das richtig gerade, weil wenn Sie das Freihand machen, ja, wird es meist recht unregelmäßig, deshalb immer irgendwie was, woran Sie sich orientieren können mit dem Cutter. Wie Sie im ganzen Video wahrscheinlich gesehen haben, es ist und bleibt eine wahnsinnige Herausforderung, gegen das Licht zu filmen. Ich hoffe trotzdem, dass das Prinzip der Nassverklebung hier gut erklärt wurde. Sollten Sie trotzdem noch Fragen haben oder Anregungen, schreiben Sie mir sehr gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse finden Sie unten. Weitere Kontaktangaben finden Sie natürlich auch im Online-Shop. Ich verabschiede mich für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Ich bin Cornelia Lenz von der Firma Lenz Out Products. Tschüss!